Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's, Fadi, wieder am Start. Heute ein bisschen dicker angezogen, ist kalt, ist immer noch düster, es ist alles, Alter. Naja, ist ja kein Problem, alles gefickt. Ich habe meinen Bruder Kian mich unterstützt mit seinem Debütalbum, Alter, sein allererstes Szenario. Und ich habe mir die Box noch ergattert. Es gibt nichts mehr auf Amazon oder woanders vielleicht doch, aber ich weiß ja nicht, wann das draußen ist. Also wann das noch draußen ist, dass du noch kaufen kannst. Und wenn ich zur Seite schaue, alles top, ach scheiß drauf. Wenn reingeschissen ist, ist reingeschissen. Ja, Life is Pain, wieder am Start mit seinem Bruder, Kianusch. Alter Bruder, der ist ja eigentlich der deutsche DMX, ne? Wenn wir ehrlich sind, seine Stimme einfach brutal, Alter. Er hat so einen Style. Einfach krass, komm, egal. Ihr wollt die Box sehen? Butterfly für Arme. Zack, zack, zack. Öffnet die Box. Und ich will auch reinschauen, Alter. Ich bin so aufgeregt. Ich habe mir die Tracks schon angehört. Snippet, alles. Ich habe mir auch die digitale Version. Und einfach brutal. Boah. Textbuch. Ich werde jetzt nicht jede Seite zeigen. Aber so sieht's aus. Und eine Zeile von der Mitte. So sieht's von innen aus geschrieben. Sieht man nicht so gut. Aber sonst ist ja nichts Besonderes, sind nur die Texte drin. Ein paar Fotos. Hier zum Beispiel noch das hier, damit ihr es sehen könnt. Und ja, unterstützt definitiv Kianusch. Wenn ich mir die Box gibt, kauft euch die Standard-Edition. Hat er unterschrieben. Ja, er hat selber unterschrieben. Hier unten liegt Fett. Und ja, ein Poster gibt es auch sogar. Nicht so groß. Nicht so klein, so rum. Szenario, Alter, besten Name. So sieht's aus. Aber wenn ihr es nicht gesehen habt, tut mir leid. Ja, warte mal, was ist das denn hier? Ah, die Instrumental-CD. So sieht's aus. Hinten Silber. Und ja. Das schöne Shirt, Größe L, passt mir super. So sieht's aus. Was für ein Stoff. Das sieht geil aus. So ein Bandana-Style. Guckt euch an. Warte, ich gebe ein bisschen näher. Hoffe, sieht man das. Wenn nicht, ihr wisst es, tut mir leid. Aber hinten komplett schwarz. Ja, schönes Shirt. Das haben wir, ich bin wirklich richtig mies abgefuckt, erkältet immer noch. Die Phase, ey. Deswegen tut mir das leid, wenn ich heute ein bisschen schneller bin. Ist ja nicht schlimm, manche mögen schnell, manche kommen schnell, manche dauern halt länger und so weiter. Aber warte, also. Alter, in den Händen zu halten. Die Tracklist. Und ja, die wird unterstützen. Hat er verdient. Ey, Kianusch, Alter, krasser Rapper, ehrlich. Wer den nicht fühlt, ist ein Pisser. Ein richtig krasser Rapper, ehrlich, Alter. Ehrlich, er hat's verdient. Alle sagen, das ist ein Newcomer, aber definitiv ist er kein Newcomer, weil der schon jahrelang gerappt hat. Ich habe seine Interviews angeschaut. Checkt auch Interviews ab. Sind echt produktiv und kann man gut lernen von dem Typen, von dem Künstler, von dem Artist. Wenn ich das jetzt aber nicht rauskriege. Okay, habe ich. So. So sieht's aus. Booklet. Mir geht's richtig übel, Freunde. Aber trotzdem, ich mache für euch Präsentation. Es ist auch so komische Wetter draußen. Warm, kalt, dunkel, Licht, Sonne, Blenderei, Blendauis, alles. Und ja, richtig Kopfschmerzen, krank. Eigentlich habe ich auch Fieber, aber ich weiß nicht, jetzt gerade fühle ich mich gut, wenn ich Videos mache für euch, produziere. Und die letzten Videos habt ihr auch bestimmt gesehen, ich weiß ja nicht. Und trotzdem produziere ich, also produziere, präsentiere. Und weil das ist meine Aufgabe als Unterstützer der Rap-Szene. Und
Und ja, teilt das Video, dass es jeder sieht, dass ich sowas unterstütze, Freunde. Wenn ihr mir unterstützen oder helfen wollt, wäre echt super. Weil, wer macht das denn sonst? Ich mache alles alleine, ungelogen. Klar habe ich Familie hinter und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Aber Rest Unterstützung gibt es nicht so von draußen. Oder Rapper oder so, die sagen super, dass der sowas macht. Klar, ein, zwei habe ich gesehen und die haben gesagt, du bist krass, du sowas machst. Aber sonst so Unterstützung habe ich nie gesehen. Deswegen teilt das Video, Freunde. Oder was auch immer. Irgendwo müsst ihr das auch einmal mal machen. Das ist auch 5 Minuten nicht mal. Und ich will einfach rasieren. Wenn ihr das nicht macht, ist auch kein Problem. Habe ich nichts von. Hast du nichts von. Und wenn du das machst, hast du was von. Hast du gutes Gewissen. Ich rede dir gerade was ein, du Pisser. Spaß. Aber du weißt, was ich meine. Wenn ihr unterstützt, unterstützt doch auch andere Scheiße. Weißt du, was ich meine? So auf Facebook oder was auch immer. Like dir so. Ach komm, bitte. Lass aufhören. Ich bin nicht so einer. Ich will nicht kriechen. Einfach unterstützen oder lass es. Peace. Szenario. Meine Box, Alter. Life is Pain. Kianusch. Alter, was für ein Brett. Boah. Ich gehe mal nach hinten. Sorry. Check das ab. Check mich ab. Und wie gesagt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ja. Ich bin müde. Ich gehe jetzt schön schlafen. Schön erstmal Süppchen trinken von Oma. Die hat wieder wie Bud Spencer so eine gegeben. Die Suppe und den Hahn oder Huhn oder Kikeriki oder was auch immer, was du sagen willst. Ein Butterfly für Arme hat den Eimer zack in seinen Bauch. Der Arme schreit so: du Arschloch, hast mich umgebracht. Oma sagt so: wat Arschloch, wat, wat. Ich geb dir Arschloch. Ja, zack, Uppercut. Naja, ich bin kaputt, Mann. Ich muss jetzt schlafen. Hatte. Ja. Szenario, Life is Pain, hoppala, mein Finger. Kianush, Fatih, unterstützen, 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 rasieren, guck seine geilen Texte an, liest den Booklet, wenn du es gekauft hast, hört einfach alles an. Okay? Unterstützung pur. Danke, dass ihr eingeschaltet habt für alles. Danke, 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 danke. Tschüss!